Ich hatte so oft Mental Breakdown und dachte vor dem Schuhraum, was machst du ja eigentlich seit 10 Jahren? Hey Leute, wir sprechen heute über ein Thema, was uns alle betrifft, weil schließlich haben wir uns heute Morgen alle Klamotten angezogen. Es geht nämlich um genau das, um Klamotten und besonders um die Schattenseite da dran. Weil ich denke mal, uns allen ist bewusst, dass wenn so ein T-Shirt 5 Euro kostet, dass es da irgendwo einen Haken geben muss. Und ich rede heute darüber mit Edda und Maria. Die beiden sind meine Gästinnen heute. Und die beiden werden nachher auch noch eine Second-Hand-Challenge zusammen machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das kriegen wir hin. Wie ist das denn bei euch beiden so mit dem Thema Klamotten? Ist euch das wichtig? Wichtiger, als ich vielleicht eigentlich zugeben wollen würde, dass es mir ist. Und ich glaube, ich erzähle nochmal am Ende des Videos genau, warum ich gerade heute extra lange vor dem Kleiderschrank gebraucht habe. Es ist schon so ein Teil meiner Identität. Mhm. Während ich mir als Mädchen vielleicht so Gedanken gemacht habe, dass ich irgendwie, ob ich meine Nase mag oder nicht, finde ich, kann man Klamotten sich so selber aussuchen. Deswegen hat das viel mehr noch so mit meiner Persönlichkeit zu tun. Das verhält sich bei mir ähnlich. Also ich beneide jeden, der sagt, ach, ist doch egal, was ich anziehe. Ich bin da so, ich gehe so verkopft an die ganze Sache ran. Ich kann mir auch keine Sachen rauslegen für morgen, weil ich nicht weiß, wie es mir morgen geht und wie ich mich morgen irgendwie expressen möchte. Ihr redet hier mit der Ollen, bei der im Kleiderschrank jedes Teil zu jedem passt. Also ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da total so eine wandelnde Basic-Abteilung irgendwie. Also egal, so am nächsten Morgen, ich stehe auf und bin so, ja, okay, gut, Hose, Pulli. Läuft, ne? Ich weiß nicht, wie ist denn bei euch so euer Kaufverhalten? Wie häufig geht ihr los? Es war eine Zeit lang wirklich so, dass irgendwie auch gerade durch dieses ganze Instagram-Ding ich mir Sachen bestellt habe, sie angezogen habe, abfotografiert und wieder zurückgeschickt habe. Ja. Das war mein Kaufverhalten im Online-Shop. Ich wusste, ich konnte alles auswendig und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, reicht jetzt. Du findest jetzt mal einen Punkt, weil ich teilweise auch einfach sinnlos bestellt habe, zurückgeschickt habe, immer wieder hin und her, was ja auch nicht gut ist. Mhm. Und irgendwann gemerkt habe, boah, was mache ich hier eigentlich? Ich bin gerade auf jeden Fall an dem Punkt, dass ich das reflektiere, dass ich nicht mehr genau das, ganz große Online-Bestellungen mache, um dann am Ende alles zurückzuschicken und so. Das sind ja schon mal so die ersten Sachen, wenn einem das auffällt, wie bescheuert das eigentlich ist, dass das alles in Plastik verpackt wird, um danach wieder in Plastik verpackt zu werden, weil die deine Verpackung nicht nochmal verwenden können. Ich habe das Gefühl, dadurch momentan, dass diese ganze Nachhaltigkeitssache auch so ein großes Trendthema ist, ich kriege das viel bei Freunden mit, dass sie sagen, sie fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt. Wie nehmt ihr das wahr? Boah, das setzt mich schon sehr unter Druck, das muss ich schon zugeben. Also gerade bei meiner Sneaker-Sammlung. Ich meine, ich komme ja aus dem Sneaker-Journalismus und klar ist das dann immer schwierig. Ich meine, ich muss ja dann über das Produkt reden. Also werde ich es wohl oder übel entweder zugeschickt kriegen oder kaufe es mir und mache eine Review. Das macht man bei einer Film-Review genauso. Das heißt, man geht immer ins Kino. Muss man jeden Tag ins Kino? Nein, schwierig. Mhm. Aber es gehört zu meinem Job. Aber ich war natürlich, ich hatte so oft Mental Breakdown und dachte vor dem Schuhraum, was machst du ja eigentlich seit 10 Jahren? Warum musst du denn diejenige sein, die geschämt wird dafür? Das regt mich halt dann so auf, weil ich denke, so, ich weiß, ich kann Sachen besser machen, aber lasst mir doch bitte mein kleines Hobby in meinem kleinen Wohnzimmer. Sollte da nicht irgendwie eben gerade eine große Sneaker-Firma-Produktion ankommen und sagen, wir verändern was? So. Letzten Endes, Wirtschaft ist halt Angebot und Nachfrage. Und wenn die Leute das immer billiger wollen, dann muss vielleicht auch an irgendeinem Punkt auch mal die Politik sagen, okay, das reglementieren wir jetzt. Und wenn da halt irgendwo jemand von weiter oben die Möglichkeit hat zu sagen, okay, das ist jetzt verboten, vielleicht könnte das was ändern. Ja. Ich kenne viele, die gerne was machen würden, aber sagen, ich habe keine 50 Euro für ein T-Shirt. Ich habe es einfach nicht. Ich muss zu Kette XY, weil ich mir das nicht leisten kann. So. Ja. Und das ist auch wieder so ein Trugschluss. Es gibt halt auch T-Shirts für 100 Euro, die auch echt unter schwierigen Bedingungen gemacht wurden. Also selbst da kannst du auch nicht immer sagen, oh, ich habe ein T-Shirt für 200 Euro geholt. Das ist bestimmt nachhaltig produziert worden. Ja. Und ich finde auch, was man bei dem Thema nie vergessen darf, ist, dass erstens dieses ganze Nachhaltigkeitsding Trend auch geworden ist, was gut ist, weil dadurch wird es einfach viel lauter und dadurch wissen viel mehr Leute Bescheid. Andererseits nutzen natürlich auch Firmen das, um so zu tun, als wäre das alles so grün und so schön. Ja. Aber auch so Nachhaltigkeit bei der Klamottenwahl hat auch voll viel so mit Zugang zu tun. Also ich wurde auch nicht so erzogen, dass ich alles konsumieren durfte oder so. Dadurch habe ich bei meinem ersten Job halt gedacht, wow, jetzt darf ich das mal selber entscheiden. Jetzt kann ich mal selbst entscheiden, für was ich mein Geld ausgebe. Also wenn man bei Nachhaltigkeit sofort an diesen Punkt fair produzierte Klamotten denkt, das kann man nicht beschönigen. Die sind in den meisten Fällen einfach wahnsinnig teuer. Mhm. Beziehungsweise sie kommen uns wahnsinnig teuer vor, obwohl das eigentlich
eher der angemessenere Preis für ein Klamottenstück wäre. Ne? Ganz wichtig, auch wenn ihr jetzt einen Kleiderschrank voller Sachen habt, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt halt von den üblichen verdächtigen Ketten sozusagen, werft die Sachen bitte nicht weg. So tragt das, solange das irgendwie geht, und verwendet die Sachen weiter. Und dann, wenn ihr merkt, okay, gut, ich brauche jetzt was Neues, dann kann man sich nach Alternativen umgucken. Es geht auch Secondhand, ihr könnt Kleider tauschen, ihr könnt auf den Flohmarkt und einfach, ja, also es muss nicht die teure Variante sein. Ja, genau. Und so ein T-Shirt für 5 Euro kann halt einfach wirklich nicht wahr sein. Aber das muss einem erstmal bewusst werden. Und warum 5 Euro für ein T-Shirt eigentlich nicht so cool ist, das seht ihr jetzt. Ich treffe jetzt Mara. Sie ist selber in der Textilbranche tätig, weiß also, wie es läuft. Und sie findet es nicht geil, wie es da läuft. Und geht auch tatsächlich dafür auf die Straße. Sie produziert eigene Rucksäcke bei sich an der Schneiderei und zeigt damit, dass es irgendwie auch anders läuft, weil die sind ökologisch produziert. Und sie wird mir jetzt mal sagen, wie es eigentlich sein kann, dass ein T-Shirt 5 Euro kostet. Das passiert ja nur, wenn man in der Fast Fashion einkauft, also wenn man zu Modemarken geht, die eben weltweit verkaufen, sehr, sehr günstig und in sehr großen Massen produzieren. Dagegen gibt es Slow Fashion, die produzieren in sehr kleinen Mengen. Und wenn man eben in der Fast Fashion einkauft, dann toleriert man eigentlich, dass darunter erstens die Näherinnen leiden. Also sie werden ausgebeutet, die Arbeitskräfte müssen Überstunden machen und es sind sehr schlechte Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Und gleichzeitig werden da auch eben Materialien eingesetzt, die unter sehr schlechten Umweltstandards hergestellt wurden. Wenn man jetzt zum Beispiel von einem 5 Euro teuren T-Shirt ausgehen würde, dann wäre das so, dass 70% ungefähr hier in Deutschland bleiben. Dann gibt es weitere 20%, die zum Beispiel den Transport beinhalten und so Sachen wie ja, die Fabrik, die den Gewinn eben auch einheimst. Natürlich braucht sie auch, muss sie auch. Und dann bleiben ja nur noch 10% übrig, das sind ja 50 Cent. Und davon werden eben Material und die Lohnkosten bezahlt. Das heißt, 40 Cent Material und 10 Cent für jedes T-Shirt kriegt eben nur die Näherin. Und da kann man sich ja eigentlich ausrechnen, dass das irgendwie nicht hinkommt. Wie kann ich denn dann überhaupt sicher sein, dass ein T-Shirt wirklich nachhaltig ist? Ja, im Grunde genommen kann man sich nie sicher sein, wie nachhaltig etwas produziert ist. Auch wenn es Siegel trägt, weiß man das nie ganz genau, weil die Ketten sehr lang sind in der Textilproduktion. Vertrauen würde ich immer GOTS und der Fair Wear Foundation. Das sind super Initiativen. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, dass man eigentlich am besten weniger konsumiert und Sachen tauscht, selbst anfängt zu nähen und dass man dann irgendwie ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel man eigentlich täglich tragen will und wie viel man neu kaufen will und was das eigentlich für einen riesen Arbeitsaufwand bedeutet. Ich habe es am Anfang des Videos ja schon gesagt, es wird eine kleine Challenge geben für Maria und für Edda. Und zwar werdet ihr beide in einen Secondhand-Laden gehen und ihr beide bekommt jeweils 30 Minuten, um euch ein Outfit rauszusuchen. Es geht eher darum, ein Outfit zu finden, das ihr so auch anziehen würdet, jetzt im Alltag. Also zu zeigen, aber geht das mit Secondhand? Schuhe inkludiert oder? Ja, ich finde 3 Teile gut. Und ich möchte ein Accessoire dabei haben pro Person. Aber es kann eine Tasche sein, es kann... Nee, on top. Ich muss eigentlich noch auflösen, warum ich nochmal heute Morgen ultra lange gebraucht habe, um mich anzuziehen. Weil es hier so gemütlich ist, dachte ich, ich komme öfter mal vorbei. Nee, Sperrs ist eigentlich nicht so gemütlich, wenn der Arsch einschlägt. Ne? Maria kennt ihr ja schon aus der Sexy-Folge. Und da haben uns ganz viele drunter geschrieben, dass du einfach mal öfter zu sehen sein sollst. Und deswegen bist du jetzt Teil des Teams. Das nächste Mal seht ihr mich dann also in der Challenge mit Edda. Die gibt's aber erst Dienstag. Bis dahin könnt ihr euch aber die anderen Videos von der Funkfamilie angucken. Ja, und bis dann. Tschüss. Ciao. Immer? Ja. Das ist nicht jemand. Edda wird pro Minute bezahlt. Pro Mega. Leute. I need that money.